Nun gut, ich bin relativ stolz auf dich. Mal schauen, ich Du in machst nächster das Zeit auch gut. noch ein paar Gelegenheiten bekommst, dich zu beweisen. Aber bitte ein wenig mehr Respekt vor Gästen. Wir wollen schließlich keinen Unmut unter der Mannschaft auslösen. Was für Gäste meinst du denn? Beiden Neuen, die heute an Bord gekommen sind. Warum soll ich mich denn nicht mit denen vertragen? Sollst dich nicht mit denen vertragen, sollst denen kein falsches Bild zwischen uns beiden abgeben. Naja, ich war ja der Kapitän. Ja, und ich bin Ja, gekommen, um dich okay. abzulösen. Ich geb ja zu, das ist ein bisschen falsch gelaufen, aber jetzt, mein Vater sagt immer, es gibt keine Chance, zweite Chance, außer für den ersten Eindruck. Nee, wie war das? Es gibt keine zweite Chance, außer für den. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich bin schon so lange aus Toprien raus. Eines Tages werden wir wieder zu Hause in Schnattermoor einreiten. Entweder sehr ruhmreich oder sehr tot. Ich hoffe für uns beide, dass es Ersteres sein wird. Ja, solange das die Flagge von naja, von uns beiden ist und nicht von den Dunkelsteins. Umso besser. Gut. Ruhe dich aus, bald wird es wieder zu tun geben. Okay. Damit geht's hinaus. Doch leicht stolz auf die Knappe, die immerhin nichts angezündet hat. Ja, die Schülerinnen von Magister Kohlrab würden dann Karinor erstmal fragen, ob das denn okay ist, wenn sie hier weiterlesen oder ob sie dich stören, wenn du dann hier eintrittst und wer du denn bist und ob du da jetzt dazugehörst. Ja, fragen dich einfach, ob sie gehen sollen. Oh, gestört bin ich keineswegs. Nein, nein. Ignoriert mich einfach. Ich werde mich mit den Karten beschäftigen. Ja, okay. Dann lesen wir weiter. Ich gebe denen ein charmantes Lächeln. Aber ach, die Karten interessieren mich viel zu sehr. Ja, sie lesen weiter. Also eine Unterhaltung wird da nicht stattfinden. Gerade wenn Na gut. Kohlrab dann irgendwann auftaucht und dann mit strengem Blick, ja, wie eine Lehrerin das eben so tut, aufpasst, dass sie ihre Pentagramme auch richtig zeichnen. Na gut, ne, das wollte ich nur wissen, ob sie sich unterhalten, worüber sie sich unterhalten, aber wenn sie es nicht tun, ist Zurzeit auch nicht, in nein, Ordnung. nein. Nein, aber ich suche auch kein Gespräch. Ich wollte nur halt die Ohren aufhalten. Und ja. Wenn man mich beobachtet, ich werde wahrscheinlich mein eigenes Buch herausgeholt haben und anfangen, Sachen abzuzeichnen. Und mir Notizen machen. Oha, da klaut der Anfahner erstmal die Karten. Ja, natürlich. Es sind aber keine KGA-Karten bei, oder? Ich weiß nicht, was ihr da habt. Ich glaube, das sind alle Karten, die ihr habt. Ihr wolltet die ja mitnehmen. Dann sind das KGA-Karten teilweise, irgendwelche von Sanin mit hoher Qualität, die er damals mit seiner allerersten Seeadlerreise unternommen hat. Ja, und die guten aus Festum, die, wie gesagt, die Qualität 7 hatten. Und Kann er sich da unsere jetzt abzeichnen? privaten Notizen zu den Archenpositionen. Ist alles da. Ja, das interessiert mich nicht. Mich interessieren vor allem Strömungen. Ja, Strömung musst du finden. Ja, das interessiert mich. Die Küstenlinien, die Strömungen, wo man langfahren kann, wo Schiffe langfahren. Sowas interessiert mich. Und guckt auch halt, wo man Abkürzungen nehmen kann, wo ge gegebenenfalls Gegner Abkürzungen nehmen können. Muss gerade gucken, bei Wissen gibt es schriftlichen Ausdruck. Hast du das? Ich weiß es gerade nicht. Ja, und das ist Das ist Gesellschaft. Kartografie. Das Wenn du ist Kartografie hast, Gesellschaft. wenn Ich du habe Kartografie hast, will Kartografie. Schriftlichen Ausdruck habe ich leider nicht. ja, Kartografie kannst du dann. Das glaube ich, hat die Ja, bessere Prüfung. Handwerk. Ja, das Talent braucht man dann auch mal. Ja, also es sind tatsächlich dann noch Karten bei, die dann den Aufdruck tragen, KGA gesehen und gesiegelt. Und das sind dann auch Strömungskarten, die verändern sich. Also es sind dann keine permanenten Strömungen, sondern die haben wohl irgendwelche dämonischen Einflüsse. Auch alles erforscht von Sanin und seine, von, ich wollte gerade sagen, Dämonenarche von seiner Seeadler.
Also, das ist KGA-Material, brandheiß und da kommt man normalerweise gar nicht ran. Aber auch die liegen hier rum. Joink. Unglaublich kostbar. Ja, Romilly ist dann auch irgendwann bei dir. Möchte Romilly was von Kiaras oder möchte die zu Jagold? Romilly ist ziemlich unschlüssig, was sie gerade will. Und ja, sie schaut dann ja, Kiaras ein wenig über die Schulter, was er denn so, was das überhaupt für Karten sind. Man ist ja doch schon chronisch neugierig und ja, sie wirkt unschlüssig. Er fährt raus, würde ich dann noch einmal aufsuchen. Fräulein Romilly. Ja, euer Gnaden? Was ihr vorgestern angesprochen habt. Wie kann ich euch weiterhelfen? Kommt einmal mit und wir brauchen Ogdan. Natürlich. Suchen wir nach Ogdan? Ja, Kiaras grinst erstmal, dass Epadaios jetzt Romilly mitnimmt und fängt dann an, das abpausen. Es gibt auch Berechnungen, also nicht nur aktuelle Karten mit eingezeichneten Strömungen, sondern wie gesagt Formeln und Berechnungsgrundlagen, wie man sich verändernde Strömungen dann zu Sternzeiten oder sowas dann auch mitbekommt. Also ist alles dabei. Sternzeiten, sehr schön. Das kann ich später noch abgleichen mit meinem Buch. Ich habe eine Ausgabe von Neobarer Oh, perfekt. Sterntafel. Ja, und zwar eine der guten, teuren. 5 Minuten später könnt ihr mit Ogdan dorthin gehen, wo ihr hingehen wollt. Wir sind oben an Deck und schauen auf der einen Flanke der Arche hinunter. Ogdan, Romilly, bevor ihr hier an Bord wart, sind einige unserer Kameraden gefallen. Wir haben uns damals gegen eine Feuerbestattung und eine Bestattung in der blutigen See entschieden. Seither verweilen sie in einem Wassertank hier an Bord. Ich möchte Sie, bevor wir aufbrechen, Sie noch hier in das Flussdelta entlassen. Würdet ihr mir die Ehre und auch Ihnen die Ehre gestatten, mit mir den Grabsegen zu sprechen? Ihren Frieden finden mögen. Einmal vorher die Worte aufgeschrieben und gebe euch jetzt den Zettel. Einen Moment, gleich werden wir die Worte zusammensprechen. Daraus greift er noch einmal an das schwarze Schwert. Celeste, entlasse die Toten aus dem Tank im Inneren des Schiffes. Jetzt hier ins Flussdelta. Öffne die Wand des Schiffes. Ja, es gibt ein widerliches Klatschen und ihr könnt sehen, wie Schaum, einfach nur Schaum entlassen wird. Er ist von verschiedener Konsistenz, verschiedene Farben, die ihr quasi noch nicht einmal gesehen habt, die man nicht beschreiben kann. Aber Leichen oder so etwas könnt ihr darin nicht ausmachen. Einfach nur Schaum mit einer Farbe. Romilly blickt entsetzt zu Ephadaios. Er schüttelt den Kopf und Nein. deutet auf den Zettel. Herr Boron, unausweich. Romilly, der Zettel, der Spruch. Ja, verzeiht, ich war Herr etwas schockiert. Boron, unausweichlich, Erde. Unausweichlicher. Diesen Menschen Menschen empfehle ich dir dir an. an. Sie gingen von Von uns. uns. Und Und wir, die wir wir zurückbleiben, zurückbleiben, wissen wissen nicht, nicht, in welches welches der 12 göttlichen göttlichen Paradiese ihre ihre Seelen Seelen Einlass Erlass begehren. gewähren. Schirme ihre sterbliche Sterbliche Hülle, Hülle, auf dass ihnen kein kein Unheil Unheil widerfahre, widerfahre, und sende in den Golgari Golgari aus, aus, diese ihre Seelen zu Seelen zu finden finden, und vor Eton Rheton zu zu führen. führen. Verdammt. Hoffentlich finden Sie noch Ihren Weg.
Schließ das Schiff wieder, Celeste. Mit ihnen geschehen. Ist sie verschlungen? Daraus hält seine Hände ins Gesicht. Ich fürchte das Unwasser. Es hat ihre Körper angegriffen. Ich hoffe, Romilly nimmt dich in den Arm einfach nur. Ich hoffe, es war noch nicht zu spät. Und ihre Seelen werden den Weg noch finden. Um Ephadaios. Sie verdient. Ja, der 2-Meter-Mann heult schluchzend. Romilly nimmt dich einfach nur in den Arm und hält dich fest wie einen alten Freund. Was vermutlich etwas seltsam aussieht, da sie mehr als ein Kopf kleiner ist als du. Lass es raus, Ephadaios. Ja, was ist mit den anderen? Achmat, irgendwelche Pläne? Du kannst dann natürlich nach einiger Zeit auch bei Hilal aufkreuzen. Also wenn du von dem noch irgendwas möchtest, wirst du den in der Klaschembe finden. Und ja, der fühlt sich da so ein bisschen alleine, sitzt auf einem ja, Stuhl, beide Kombüse. Lubdiel ist natürlich auch mitgekommen und Lubdiel schlawenzelt gerade irgendwo in der Küche herum und sucht wohl Ragnar, aber der ist nicht da. Ja, diese komische Kreatur wird vollkommen ignoriert und es wird zu Hilal gegangen. Hör zu, Hilal. Auf diesem Schiff ist es gefährlich. Du bleibst ab jetzt immer bei mir. Verstanden? Ja, immer. Naja, außer ich begebe mich in Gefahr. Ja, mein Herr. Ich glaube, bleib bei eurem Rockzipfel oder so. Ihr müsst genau. Mir dann einfach sagen, wenn ich woanders hingehen soll. Will ich tun. Auf jeden Fall, Hilal. Ich brauche etwas von dir. Ich denke, du weißt doch was. Ja, er holt dann automatisch den Flachmann heraus. Ja. Der wird dann nicht, auch erstmal in einem Zug komplett. Der wird in einem Zug komplett ausgetrunken. Ja, nicht zu viel, Herr. Wir haben nicht mehr so viel davon. Ja, wie gesagt, der wird in einem Zug komplett ausgetrunken. Ja. Und dann wird schwer geatmet. Fühlt sich besser an, du spürst die Gänsehaut, das wohlige Prickeln und kannst die Bilder wieder aus deinem Kopf verdrängen. Ja, Achmat, der gerade eben schon sehr am Schwitzen war und schon perlige gläserne Augen hatte, scheint wieder einen etwas klareren Blick zu kriegen und schaut Hilal an. Dieses Schiff macht einen wahnsinnig. Mein Herr, ihr seid doch schon wahnsinnig. Ich weiß, was? Hat er das gerade wirklich gesagt? Weißt du nicht? Kannst du halt einfach eine runterhauen. Mach, wie du willst. Ja, also dafür würde er jetzt tatsächlich eine kriegen. Ja. Reibt sich seine Wange, fängt auch an zu bluten. Aufgerissen. Sowas will ich nie wieder hören. Hast du mich verstanden? Ja, Herr. Merkt auch, dass Achmat da gerade plötzlich sehr zornig geguckt hat, da sich scheinbar wieder zusammenreißen kann, den Kopf schüttelt und meint, also, ich werde mir jetzt erstmal dieses Schiff angucken. Kannst hier bleiben oder mitkommen? Ich bleib ist an eurer Seite. Ihr habt doch gesagt, ich soll immer an eurer Seite bleiben. Er fängt an zu weinen. Das würde Achmat in diesem Moment gerade überhaupt nicht weiter interessieren und er würde jetzt einfach losgehen. Ja, er kommt mit. Also wie gesagt, er ist immer an deiner Seite dann. Du musst sagen, wenn er nicht mitkommen soll. Jo, okay, alles klar. Also, außer ich springe jetzt irgendwie in eine Horde von Das Dämonen musst du mir vorher sagen. Oh, shit. Immer vorher. Habe ich das echt nicht jedes vergessen. Einzelne Mal. Alles klar. Gut. Also, du kannst ihn auch permanent an irgendwas anbinden oder sagen, bleib jetzt hier auf diesem, weiß ich nicht, auf dieser Bank sitzen, ne? Aber dann bleibt er da auch sitzen. Aber du musst ihn auch wieder abholen, sonst bleibt er da sitzen, bis er umfällt. Ey, aber das ist schon mal Realität. Also erst einmal fühl ihn, also wenn du deinen Token ziehst, dann ziehst du auch Hilals Token.
Alles klar. Ja, derweil irgendwo auf dem Oberdeck, Jalan streicht gerade der Wind durch die Haare, als Evadaios den Kurs gesetzt hat in Richtung Blutige See, damit man dann zum Tanken fahren kann. Ritter Jagold neben dir. Also, wie machen wir das jetzt? Helmport, ja? Mhm. Und ihr wollt, dass es unter falscher Flagge läuft, ja? Ja, wir haben auf Maraskan in der Mine herausgefunden, dass Hafax und Xeran sich wohl nicht gegenseitig ganz so grün sind. Wenn wir diese xeranische Dämonenarche noch ein wenig länger unter Verschluss halten können, glauben die Heptarchen, sie würden sich gegenseitig bekriegen und loggen sich hoffentlich für uns aus. Eine sehr gute Idee. Wir sollten wohl von unseren Angriffen noch Flaggen von Mendena mit dem Tor haben, oder? Ich denke schon. Wir haben mindestens eine von diesen Kisten von den Kriegsschiffen geborgen. Also setzen wir sie und dann lassen wir ein paar überleben, ja? Damit sie davon berichten können. Genau. Also zu Hafax kriechen und ihm sagen, dass Xeran gekommen ist. Wie viele wolltet ihr leben lassen, Herr? Alle oder nur fünf oder vielleicht nur ein? Maraskan ist sehr freundlich. Ich denke, bei fünf haben wir bessere Chancen, dass es einer auch nach draußen schafft. Also gut. Und du kannst sehen, wie sich eine schwarze Kapuze über ihn legt aus einer anderen Dimension. Du kannst sehen, wie er plötzlich in seiner Hand eine Peitsche hält, in der anderen ein schwarzes, schattentriefendes Schwert. Und er wiederholt das noch einmal, wie er es eben gesagt hat. Gut. Bringe unwillkürlich zurück. Greife nach einem Schwert, das nicht mehr da ist. Besinne mich dann wieder darauf, wo ich eigentlich bin. Ja, Jagold springt genauso wieder zurück. Was? Verzeiht, ihr. Ja. Ihr. Er wollte nach dem Schwert greifen. Was ist denn? Schaut verunsichert und greift selber an sein Schwert. Zieht es aber. Dachte, ich hätte etwas gesehen. Verzeiht mir. Ich glaube, ich werde mich ein wenig zur Ruhe zurückziehen. Ihr solltet euch ausruhen. Ja, mein Herr. Lasst euch nicht verrückt machen von diesem Schiff. Wir haben es fast geschafft. Das gilt für uns alle. Damit begebe ich mich in meine Kammer. Ribalguas Kammer, wie auch immer. Ja. Tankvorgang. Also, einen Tag. 16 Punkte. Ja, wir wollten uns ja abends nochmal da in der Offizierscasino treffen. Mhm, so war es zumindest angesagt. Ja, da würde Ahmad dann sich mal rumfragen, wo das denn ist. Und dann auch vor der Tür zu Hilal sagen, dass er draußen bleiben soll. Ah, du hast dazugelernt. Ja. Ja, Jasper sitzt schon drin. Jasper der Wandler, ein Magier mit mittlerweile wieder zugewachsenen Haaren. Die hat er sich wohl... Du kennst ihn auch nicht anders, ne? Aber die anderen werden feststellen, dass die rasierte Glatze wieder entfernt worden ist und er wieder wild wuchernde Haare hat. Und ein Mann namens Bronn, der wohl Geschützmeister oder so etwas ist. Ja, dann gibt man beiden die Hand und nickt ihnen einmal zu und stellt sich dann auch den beiden jeweils vor. Ja, genau. Nach 2-3 Minuten tauchen dann auch Evadaios, Romili wieder auf. Der Kapitän selbstverständlich, der allen einmal zunickt. Jagold Riedgötter. Und der Oberst natürlich auch. Der Fähnrich. Ahmad würde sich dann so lange da neben die Tür stellen, bis dann sich alle hingesetzt haben und setzt sich dann auf den letzten freien Stuhl. Ich hätte gern noch anwesend Ugdan, den Oberst und seine Offiziere. Achso, dann wird es jetzt richtig voll. Ahmad darf sich aber den Stuhl nehmen, wenn er möchte. Ja, der Oberst ist sowieso vom Militär und der bleibt stehen mit verschränkten Armen im Rührt euch. Der hat da Spaß dran. Und wenn Ugdan auftaucht, dann wird sich Bronn, er ist zwar selber kein Soldat, aber Söldner und wird es dann dem Oberst gleich tun, sodass Ugdan den Platz an der anderen Tischseite findet. Den wird man einmal verächtlich ansehen, als der auch reinkommt. Ugdan? Ja. Verachtung, weil er seine Kameraden nicht verrät. Schön. Ja, Verachtung, weil er Leute nicht verrät, die ihn in einen scheiß Baum verwandelt haben. Ja, okay. Nun, gut, dass ihr noch alle pünktlich hierher gefunden habt. Wir haben einige wichtige Dinge zu besprechen.
Zum einen kam in letzter Zeit des Öfteren Besorgnis über die Loyalitäten unserer Mannschaft auf. Ich habe es deswegen für notwendig erachtet, zumindest von den Offizieren, eine Treuheit auf unsere Sache zu verlangen. Wer dies nicht leisten kann oder möchte, steht es natürlich frei, das Schiff zu verlassen. Ein Treueeid. Ein Treueeid. Nun, abgesehen davon, dass man das bestimmt schon hätte klären können, bevor wir es auf hoher See wären, wie lautet dieser Treueeid? Dass ihr an unserer Seite kämpft, dass ihr tut, was immer nötig ist, um gegen die Heptarchen vorzugehen. Das klingt nach einem Eid, den ich schon vor langem geleistet habe. Möglich, aber das kann ich nicht bezeugen. Nun, Ahmad würde dann aufstehen, seine rechte Hand nach oben halten und dann meinen, ich, Ahmad Khadar al-Bakra, Ibn Nasreddin, höre hiermit, mich dem Kommando von Yalan von Schnattermond zu unterstellen. Außerdem schwöre ich hiermit bei meinem Namen und bei meiner Ehre, dass ich mit all meinem Handeln gegen die Heptarchen vorgehen werde. Und mit diesen Worten holt er dann wieder sein Vakif raus und schneidet sich nochmal da, wo seine Hand bereits blutet, noch einmal hinein. Dann würde er den Vakif sauber machen und sich wieder setzen. Yalan guckt ein wenig überrascht, ob des Tatendranges, den der Gewaltige an den Tag legt, holt dann eine kleine Schale heraus, die er auf den Tisch stellt. Vielleicht hätte die ja hier hinein. Nicht so wichtig. Und am Ende gibt dir das Xyleste das Blut. Natürlich nicht, nein. Nun gut, ich werde vorsprechen und jeder gibt danach, wie es dem Herrn Preyhaus gefällt, einen kleinen Tropfen Blut in die Schale. Pause hier nochmal kurz. Schauen, ob irgendjemand hinausgeht. Ich muss darauf bestehen, dass es danach ordentlich entsorgt wird und nicht in die Hände irgendeines Magiers. Natürlich, wir werden es danach, so wie es braucht ist, verbrennen. Ich bin mir sicher, seine Gnaden wird die Zeremonie leiten wollen. Dann. Und gut. Schwört ihr, den Feinden der Zwölfe in die Augen zu blicken, ohne zu weichen? Zu jeder Zeit bei eurem Captain und seiner Mannschaft zu stehen. Alles zu tun für den Sieg über und gegen die Heptarchen. Schwört ihr das bei eurer Ehre, beim Greifenthron in Gareth und bei allen 12 Göttern, so wahr sie euch helfen? Ich schwöre. Ja, dann sagt dann auch nochmal. Ich schwöre. Möge Bora mein Zeuge sein. Schneidet sich in die Hand und lässt ein wenig Blut in die Schale. Könnt mal eine Menschenkenntnisprobe machen, konträr gegen die 26. Gegen die 26. Okay. Ja, weil gut gewürfelt wurde. Oh yeah. Doppel 1 ist immer drin. Genau. Was du meinst, Erschwernis 26 quasi? Richtig. Ja, minus 56, was sehe ich? Also Trommel, die sind wirklich noch die besseren? Würfelt mal bitte eine ganz normale Menschenkenntnisprobe. Es macht keinen Sinn, wenn ihr jetzt eure Talentwerte... Ihr würfelt einfach gegen... Okay, doppelt 20, schön. Und also, es geht nicht darum, dass ihr hier mit negativen Talentwerten würfelt, sondern ihr sollt mit eurem Talentwert würfeln und die effektiven THP-Sternen wirken gegen die 26. Ach so. Genau, überreden, lügen, beziehungsweise was auch immer das jetzt für eine Probe von dem NPC war. Oder vielleicht doch von Ephadarius, wer weiß das schon. Gut. Ja, keiner würde da diesen Spruch dann nicht leisten wollen. Alle sind dabei. Nachdem jeder das einmal getan hat, ich nehme an, die Schale muss rumgehen. Ja, nehme ich sie dann und übergebe sie mit gesenktem Kopf an Ahmad, er sie dann verbrennen darf. Ich habe noch mal ganz kurz davor eine Frage. Schwören die anderen auch alle auf den Adlerthron? Auf den Greifenthron? Nein. Dachte ich mir nämlich.
Weil Achmat würde auch nicht auf den Greifenthron schwören. Ich habe ja gesagt, möge Boron mein Zeuge sein. Also bei Achmat würde man merken, dass er nochmal einen Schwur leistet, der aber allerdings ein bisschen abgewandelt ist. Und er stattdessen auf Ronra schwört. Und nicht auf den Greifenthron. Ist ja also speziell nochmal. Ja, alles klar. Dann, weiß ich nicht, ob das wir jetzt irgendwie... Liturgie, macht, was ihr wollt. Solange es nicht doof klingt, wird es schon passen. Daraus wird auch noch die Worte hinzufügen. Und am letzten Tag die Arche selbst zu vernichten. Von Ephadaios möchte ich bitte einmal den gesamten Schwur hören. Des Weiteren schwöre ich, die Mannschaft zu schützen, die Arche gegen unsere Feinde zu führen und schlussendlich für ihre Vernichtung zu sorgen. Im Namen der Menschen, der Meere, aller Seefahrer. Und dann blutet er in die Schale rein. War das der gesamte Schwur, den du so geben willst? Ja. Dann schaut Achmat dich auf jeden Fall sehr stirnrunzelnd an. Kommentiert das aber auch nicht weiter. Und du erwartest jetzt, dass ich das verbrenne, Jalan? Ganz recht. So ist es schließlich auch bei euch der Brauch, nicht wahr? Ja, weiß ich jetzt soweit gar nicht. Ja, Blut, was geopfert worden ist, wird verbrannt. Ah, okay, alles klar, ja. Damit es auch nicht in die Hände von, wie gesagt, also das ist das, was Kieras eben sagte, das darf in keine falschen Hände gelangen, also man gibt das nicht über Bord, das wird einfach verbrannt, dann ist es nämlich unbrauchbar. Beziehungsweise mit dem Verbrennen wird es dann auch dieser Spur heilig. Ach so, okay, ja, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ja, dann weiß ich nicht, ob ich das jetzt mit meinem Feuersegen mache oder ob ich dafür irgendwie eine Fackel gereicht bekomme. Feuersegen wäre natürlich urcool. Kann der Fadaios jetzt ja eh nicht sprechen als Eferdi, beziehungsweise Ex-Eferdi, aber von dir wäre das noch eine gute Idee. Ja, eine Sekunde. Sprich mal den Feuersegen. Warte.